So Leute, ich begrüße euch mal wieder zu einer ganz kleinen Präsentation eines Geschäfts, was mir aufgefallen ist, zu dem ich eingeladen worden bin. Ich habe es mir angesehen und habe natürlich gesagt, wow, Dressplaner. Na, da bin ich doch dabei. Und jetzt zeige ich euch das mal hier auf meiner Seite, der Empfehler.de. Die kennt ihr ja mittlerweile. Und da habe ich jetzt hier oben ein neues Feld eingeführt. Seht ihr hier oben? Dressplaner. Ja? So. Und hier habe ich mal beschrieben, was steckt hinter Dressplaner? Warum soll ich da einsteigen? Ja. Wie gesagt, ich habe es mir angesehen. Also, um euch zu sagen, um was es überhaupt geht. Es ist also ein neues Network, wo es natürlich wieder darum geht, auch eine Struktur aufzubauen. Na klar, sicherlich. Da leben wir alle von im Network. Hier ist es diesmal ein Geschäft, was für Modebegeisterte ist. Ist ja eigentlich jeder von uns. Frauen, Männer sind wir ja alle. So. Und wir kaufen ja auch alle mehr oder weniger oft irgendwas zum Anziehen. Oder ein paar Schuhe, die Frauen, Handtaschen, verschiedene Accessoires und sowas. Das wird das alles hier beim Dressplaner geben. Der Dressplaner ist zurzeit noch in der Pre-Launch-Phase. Das heißt also noch vor dem Start. Es wird wahrscheinlich, so wie es aussieht, vielleicht Mitte April oder Ende April losgehen. Weil die Macher vom Dressplaner sind da richtig am Ackern zurzeit und versuchen das so auf die Beine zu stellen, dass es auch wirklich was wird. Ja, wenn dieser Shop dann online geht, dass er dann auch wirklich, wirklich benutzbar ist. Ja, also jeder, der da mitmacht, der kriegt eine Landingpage und sowas und dann geht es in den Shop und es wird da immer laufend neues Sortiment geben, so dass es auch anspricht. Und jetzt nicht nur Kleidergrößen 36, 38 und sowas. Nee, es wird davon geredet, dass auch wirklich richtige Größen dabei sind. Was weiß ich, ich habe da nicht so den Plan von, aber 54, 56 oder sowas und vielleicht noch größer. Gut, das wird man dann sehen, wenn es soweit ist. Pass auf, ihr seht ja hier, ich will das nur mal so vorstellen, um was das jetzt wirklich hier geht. Ich denke, es wird eine gute Geschichte werden. Es wird eine gute Geschichte werden. Ja, es ist so, jetzt wieder zu den ganz normalen Fragen. Ist Dressplaner seriös oder ist es ein Schneeballsystem? Schneeballsystem kommt natürlich jeder sofort drauf, ja, eine Struktur und dann geht in die Breite und das muss ich dann machen und sowas. Nee, pass auf, Leute, ganz einfach. Also, Art 1, Schneeballsysteme sind natürlich in Deutschland verboten. Es ist strafbar, sowas zu betreiben. Und Dressplaner, die sehen das wirklich so als Geschäft an. Und nicht als irgendwelche schnelle Start-up, um von euch jetzt Geld abzugreifen und euch dann doof sterben zu lassen. Nein, das soll eine richtig gute Geschichte werden. Und es soll natürlich eine riesen Community werden. Ja, wirklich. Und das Tolle ist, wenn ihr bei Dressplaner mitmacht, da kommt keiner einfach so rein in den Shop. Nur über einen Empfehlungsgeber mit einem Partnerlink oder jedenfalls einen Link. Und dann kann da jeder drin kaufen, wenn er diesen Link hat. Und sich dann da anmeldet und sagt, pass auf, ich möchte ganz gerne Kunde werden oder so. Und dann besser ist natürlich Partner werden. So, also jetzt nochmal zum Schneeballsystem. Also wie gesagt, sind in Deutschland verboten, es ist strafbar. Ne? Und bei Dressplaner kann das nicht zutreffen, weil die arbeiten mit physischen Produkten, also mit Produkten, die man anfassen kann. Hier muss man also nichts einzahlen und in der Struktur, damit die oben leben können? Nee, ist nicht. Also hier geht es wirklich um ein ganz seriöses Geschäft. Und das finde ich einfach gut. Also steht hier auch nochmal ganz klar. Dressplaner, also ich habe es wirklich von allen Seiten angesehen. Ich sage mal ganz einfach, es ist legal und es ist seriös. Und das ist wichtig. Hier seht ihr schon so kleine Ausschnitte, was den Leuten so vorschwebt, wie sie das aufbauen wollen, wie vielleicht der Shop aussieht. Ich weiß es auch noch nicht, weil die Macher, wie gesagt, sind noch am Arbeiten. Ja? So, das dazu, also wenn ihr euch anmelden wollt, zeige ich euch auch gleich,
Hier ist nochmal, Vergütungspläne sind dabei, es gibt zwei verschiedene Modelle. Ich weiß nicht, welches Modell schlussendlich gewinnt, aber das spielt auch gar keine Rolle. Ja, also das interessiert mich im Moment noch nicht. Wie kann ich mit dem Dressplanet starten? Nur ganz einfach. Du gehst entweder da oben drauf oder hier. Hier seht ihr ja, hier klicken. Und wenn er da jetzt drauf geht, dann geht die Seite vom Dressplan direkt auf. Und hier seht ihr nochmal, im April 2018 beginnt eine neue Ära. Ja, es sieht so aus, als das sieht wirklich gut aus. Ja, also mich hat es angesprochen, ganz einfach. Ne? Die haben natürlich ihr Geheim, na gut, okay, Geheim in Anführungszeichen, weil es ist ja nun schon ein paar Tage auf dem Markt und es wird für geworben. Und ihr habt den Vorteil, wenn ihr euch jetzt einschreibt, ja, dann seid ihr von Anfang an dabei. Oder von Anfang an ist auf, nee, ist nicht ganz richtig, sind ja schon ein paar Tage rum, wie gesagt, aber ihr seid vor dem offiziellen Start dabei. Denn wenn die Leute es erst sehen, ja, dann strömen sie alle rein. Und wenn ihr dann schon eingeschrieben seid, dann schreiben sie sich vielleicht unter euch ein. Ihr redet mit euren Freunden, mit euren Bekannten, mit die Frauen mit der tollen Freundin und sagt, Mensch, guck mal, hier können wir in Zukunft einkaufen. Auf bequeme Art und Weise einkaufen, von zu Hause aus einkaufen. Ja, und das ist eine tolle Geschichte. Wirklich. So, also nochmal. Geht einfach hier oben drauf, geht auf Registrierung. So, und hier seht ihr ganz einfach, also es ist nicht viel nötig. Ja? Einfach nur das normale Anrede, ganz normal Herr, Frau, Vorname, Nachname. Ihr sucht euch einen Namen aus, der euch gefällt. Ja, Nickname. So nennt man das ja. Also ich sage mal so ein Pseudonamen. Den ihr euch natürlich auch gut merken könnt. Ja, gut. Der ist also auch mit wichtig. So, dann eine E-Mail-Adresse. Möchten die von euch wissen? E-Mail-Adresse, weil aus zwei Gründen. Ja, einmal, oder der wichtigste Grund dabei ist, es muss eine E-Mail-Adresse von euch sein, die ihr auch wirklich kontrolliert, die ihr im Auge habt. Also nicht irgendeine, wo ihr vielleicht mal alle halbe Jahr reinguckt. Nee, das geht nicht. Weil ihr werdet vom Dressplaner angeschrieben. Von den Machern von Dressplan, die schreiben euch an und laden euch dann in, wie man das so neudeutsch sagt, in Webinare. Gut, Webinare, also ich sage mal so, ich bin etwas älter, ich sage dazu, ist eine Firmenpräsentation und die Firma wird da genau erklärt in mehreren Schritten. Eins, zwei und so und drei. Aber bitte, das werdet ihr ein alles erleben. Also wie gesagt, eine wirklich gute, echte E-Mail reingeben, die immer noch mal wieder bestätigen, ganz einfach euer Land. Wenn er aus Deutschland kommt, geht er durch Deutschland ein, ganz einfach. Und dann fragen die, welche Sprache möchtest du gern haben? Gut, da wir in Deutschland sind, nehmen wir Deutsch. Bevorzugte Sprache ist auch Deutsch. So, und jetzt fragen die, wie dürfen wir unseren ausgewählten Informationen zuwenden? Also, ich würde sagen, ich bin nur auf E-Mail gegangen. Das reicht hin. So, Telefonnummer ist natürlich auch sehr, sehr wichtig, falls es irgendwelche Fragen gibt oder sowas. Die geht bitte mit rein. Ja, Ländervorwahl für Deutschland ist Sternchen 49. Und dann bitte schön bei der Mobilfunknummer bitte die 0 weglassen, die erste 0. Und dann bloß noch die Ziffern eingeben. Dann sagen Sie hier deinen Bericht an uns. Schreibt einfach rein. Hallo, ich möchte mich gerne beim Dressplaner registrieren oder möchte mich gerne anmelden oder mir gefällt das Geschäftskonzept. Ja? So, und dann hier unten einfach nur noch auf unverbindlich registrieren gehen. Dann geht die Mail geht raus, die geht zum Dressplaner. Die sehen sich das an, melden sich dann bei euch. Ihr kriegt eine Mail, die ihr bestätigen müsst. Da steht dann alles Weitere drauf, das müsst ihr euch genau durchlesen. Und dann bekommt ihr dann, wenn ihr das bestätigt habt, dann bekommt ihr dann irgendwo eine Einladung zu dem ersten Webinar, damit ihr wisst, wie das überhaupt funktioniert und was es geht. Das wird ja ganz toll erklärt. Und alles Weitere, ihr werdet dann Schritt für Schritt werdet ihr durch das ganze Programm geführt. Und das finde ich also schon mal ganz, ganz angenehm. Also wie gesagt, einfach hier oben auf Registrieren gehen, anmelden und dann seid ihr dabei. Und dann könnt ihr, so wie der Shop dann geöffnet wird, ja, dann könnt ihr Geld verdienen. Und Geld verdienen ist immer eine gute Geschichte. So, also, aber nochmal, bitte, hier, achtet mir bitte hier oben drauf. Registriere dich hier, ne?
kostenlos und unverbindlich. Also ihr geht keine Verpflichtung ein, wenn ihr euch jetzt hier anmeldet oder sowas. Dann könntet ihr die auch wieder abmelden irgendwann, wenn er sagt, nee, ist doch nichts für mich. Dann könnt ihr euch wieder abmelden, gar keine Frage. Da wird also keiner euch den Kopf abreißen. Na, und deshalb, ich lege immer Wert darauf, ein System darf A, nichts kosten, wenn ich da rein will. Das muss wirklich, wirklich kostenlos sein. Und das muss eine unverbindliche Anfrage von mir sein, aber ich möchte unverbindlich da mitmachen, möchte mich erstmal schlau machen, möchte mir die einzelnen Webinare anhören oder die Firmenpräsentationen ansehen. Und dann schlussendlich stelle ich für mich dann irgendwann fest, ja oder nein. Gut. Also nochmal, mich hat das alles überzeugt, ja? Sonst wäre ich da nicht reingegangen. Und jetzt liegt es an euch, wie ihr da mitmachen wollt. Ob ihr mitmachen wollt oder nicht, bitte, müsst ihr entscheiden. Die Entscheidung kann ich nicht abnehmen. Wäre natürlich schön. Also je mehr Leute reinkommen, die Community, wenn die riesig groß wird, kann sagen, dann können wir wirklich aber richtig was bewegen. Ja? Richtig. Und können dabei sogar noch Geld sparen. Und ein passives Einkommen aufbauen. Stellt euch das vor, ein passives Einkommen auch noch. Ja, wenn Leute unter euch was kaufen, ihr seid mit daran beteiligt. Ist doch toll. Und wenn ich das richtig gesehen habe, bis zur siebten Stufe. Das ist doch was. Also, gebt ein bisschen Gas, seid optimistisch und testet. Und der Test ist kostenlos und unverbindlich. In dem Sinne, Leute, ich hoffe, wir sehen uns wieder und wenn es euch gefällt, gebt mir ein Feedback. Schreibt mich auf Facebook meinetwegen an. Kein Problem, ich freue mich immer, wenn Leute dabei sind, die sagen, oh ja, Alter, hast du was Gutes vorgestellt. Okay, bis dann und tschüss.